In diesem Video zeige ich, wie man mit Hilfe eines grafischen Taschenrechners die Schnittgrade zwischen zwei Ebenen bestimmt. Dazu nehme ich den TI Inspire CX und ich habe hier zwei Ebenen. Eine ist in Parameterform und eine ist in Koordinatenform gegeben. Das ist das zweite Video. Im ersten Video hatte ich das so gerechnet, dass beide in Parameterform sind. In diesem Video eine Parameter, eine Koordinatenform. Und im dritten Video, was danach kommt, werde ich beide in Koordinatenform vorliegen haben und das dann auch mit dem Grafikrechner vormachen. Wenn beide in Parameterform sind, ist es am kompliziertesten. Wenn eine in Koordinatenform ist, dann ist es schon ein bisschen einfacher. Und am einfachsten ist, wenn beide in Koordinatenform gegeben sind. Wir gucken uns das mal an. So, hier sieht man nochmal die beiden Ebenen. Ich habe genau die gleichen genommen wie im letzten Video. Ich habe halt nur eine Parameterform in die Koordinatenform umgewandelt. Beim Rechner ist es am bequemsten, wenn man die drei Komponenten der Parameterform erstmal definiert. Also mit Komponenten meine ich, dass man erstmal sagt 2 plus r plus 5s, 2 plus 2r plus s und 3 plus r plus 2s. Also das definiere ich jetzt erstmal. Dazu sage ich x und dann Control und diese Taste mit dem Doppelpunkt im Gleichheitszeichen. Das heißt definieren. 2 plus r plus 5s ist fertig. Also mit Enter. Dann y, das gleiche. 2 plus 2r plus S, Enter und Z auch. Gleiches Verfahren. So, damit ist das schon mal abgeschlossen. Diese drei Komponenten sollen jetzt in die Ebene in Koordinatenform eingesetzt werden. Dazu sage ich erstmal Menü, Algebra ist Nummer 3, Gleichungssystem. Und ich möchte ein Gleichungssystem mit nur einer Zeile. Und das Ganze soll nach R freigestellt werden. Ich könnte auch nach S freistellen. Ist beides möglich. Und jetzt kann ich das eingeben. Also x minus 4y plus 2z ist gleich 5. Und da der Rechner jetzt weiß, was x, y und z ist, kann er das direkt einsetzen. Ergebnis steht hier s minus 1. Also r, wir haben nach r aufgelöst, r ist gleich s minus 1. Wenn ich dieses s minus 1 jetzt für r in diese drei Komponenten der Ebenengleichung in Parameterform eingebe, dann bekomme ich eine Geradengleichung. Dann wird für r wird halt s minus 1 eingesetzt, dann gibt es nur noch einen Buchstaben, eine Variable und aus der Ebene ist eine Gerade geworden. Also machen wir das mal. Ich sage x und dann über Control und dieses Gleichheitszeichen komme ich zu dem Abtrennstrich und kann jetzt sagen, r ist gleich s minus 1. Das kopiere ich mal in die Zwischenablage, dass ich das dann gleich verfügbar habe. Und ich bekomme die x-Koordinate meiner Geradengleichung, 6s plus 1. Dann für y genau das gleiche. Control gleich bekomme ich zu diesem Abtrennstrich. R ist gleich s minus 1 und die y-Koordinate ist 3s. Für z genau das gleiche. Und ich habe meine drei Koordinaten. Also was hier steht, ist meine Geradengleichung. Ich könnte die jetzt aufschreiben. Also die Geradengleichung heißt dann, ich nenne die mal g, ist gleich, so Stützvektor ist gleich 1, 0 und 2, 1, 0, 2 plus s mal 6, 6, 3, 3, 6, 3, 3. Und wir haben unsere Schnittgerade. Aufgabe gelöst.